Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Oblivion. So, wir machen hier nochmal einen Speichervorgang und gehen dann jetzt mal da rüber, oder runter, besser gesagt, zur Höhle Baklava. Sorry, ich kann mir den Namen davon nicht merken. Und ja, helfen dann mal den Untersuchungen, den Forschungen, was auch immer. Ich hoffe, die Irrlichter, die da unten waren, sind nicht mehr da. Natürlich müssen wir uns hier überall jetzt wieder verletzen. Ich mag dieses Geschrei. Wataken. Okay, hier will irgendwer Stress. Bitte kein Irrlicht. Ach so. Da vorne ist auch ein Lager. Irgendwo, da oben wahrscheinlich. Aber hier müssen wir rein. Wir brauchen dringend besseren Heilzauber. Und mehr Mana. Ihr könnt schnell laufen, eure Waffe in der... So, einmal speichern. Ich gehe mal davon aus, dass wir in diese Richtung gehen müssen. Das nehmen wir mit. So eine Eiladen oder Eiladen Ruine ist das. Hier ist Kaleel. Die Wildelfen. Über die Wildelfen von Kir, Jorvakin, den Unzivilisierten, gebieten fast jeder Provinz von Tamriel, leben die Eilaids gemeinhin als Wildelfen bekannt, philosophische, wenn nicht direkt Nachfahren der Ureinwohner des Landes. Während drei Arten von Elfenvölkern, die Altmeer oder Hochelfen, die Bosmer oder Waldelfen und die Dunmeer oder Dunkelelfen, sich sehr gut in die neuen Völker Tamriels eingegliedert haben, halten die Eilaids und ihre Brüder sich eher abseits von unseren Zivilisationen und ziehen es vor, ihre alten Traditionen fernab der Augen der Öffentlichkeit zu praktizieren. Die Wildelfen sprechen einen Dialekt des Alt-Cyrodiilischen, verstehen aber Tamrielisch und halten sie weit entfernt vom eigentlichen Leben Tamriels. Sie wollen selbst mit den ländlichsten aller Elfenverwandten, die dort leben, nichts zu tun haben. Ihr Temperament zeugt eher von einem düsteren und verschlossenen Wesen. Dies wird natürlich nur von Außenstehenden, sie nennen sich Pelan, so empfunden. Und ohne Zweifel werden sie untereinander anders miteinander umgehen. Tatsächlich war einer der herausragenden Gelehrten an der Universität von Gwilym ein zivilisierter Eilaid-Elf, Tyrhane Führe. Erste Ära 2790 bis zweite Ära 227, dessen Veröffentlichungen über Wildelfen sie als ein lebendiges und fröhliches Volk beschreiben. Führer ist einer der wenigen Eilaids, der offen über solche Leute und deren Religion spricht. Er selbst schreibt, das eigentliche Wesen der Eilaid mutet er vielschichtig an ihre Persönlichkeit, unterscheidet sich sehr von der benachbarten Stämme. Führer T. Das Wesen der eilaidischen Poesie, Seite 8, Verlag der Universität von Gwilym, 2. Ära 12. Wie jedes fremde Volk werden auch die Wildelfen von den einfachen Leuten Tamriel zunächst einmal gefürchtet. Die Eilaids stellen auch weiterhin eines der größten Rätsel auf dem Kontinent von Tamriel dar. Sie tauchen nur selten in den Geschichtsbüchern auf und dann höchstens als seltsame Erscheinungen innerhalb einer Chronik, bevor sie schnell wieder in den Wäldern verschwinden. Filtert man dann noch die erfundenen Geschichten von den überlieferten Legenden,
dann bleibt nicht viel Fassbares übrig. Über das mysteriöse Leben der Elates ist schon vor der ersten Ära wenig bekannt gewesen. Und es scheint, als würde sich daran auch in den nächsten 1000 Jahren nicht viel ändern. Also die Eladen existieren noch, oder? Also die Eladen leben noch, oder? Machst du die Geräusche, Skalel? Ja. Habt ihr hier etwas zu suchen? Sagt mir nicht, dass Jarol euch geschickt hat. Doch, er hat uns geschickt. Irlaf hat euch also geschickt, was? Hätte ich mir denken können. Er hat Wichtigeres zu tun, als selbst herzukommen und sich um sein eigenes Projekt zu kümmern. Also schickt er jemanden, der keine Ahnung hat. Und das soll eine Hilfe sein. Ich hab schon... Damit will ich euch natürlich nicht beleidigen. Es ist nicht euer Fehler. Vielleicht könnt ihr mir sogar helfen. Wenn ihr herausfinden könntet, wie die Säule funktioniert, wäre ich entzückt. Ihr könnt euch gerne daran versuchen. Habt ihr irgendwelche Gerüchte? Dass man Trolle verbrennen soll, ist ein Ammenmärchen. Feuer mögen sie zwar vielleicht auch nicht, doch ein scharfes Schwert reicht völlig, um sie zu zerstückeln. Okay, in Elder Scrolls Redguard hatte ich andere Erfahrungen gemacht. Da sind die jedes Mal, wenn ich die nicht verbrannt habe, immer wieder aufgestanden. Aber okay, erzählt mir von der Säule. So nennen wir es. Aber nur, weil wir nicht wissen, was es eigentlich ist. Oder war. Es ist magisch. So viel wissen wir schon. Es ist auf irgendeine Art verzaubert. Wir glauben, dass es eine Art von Schloss ist, konnten aber nicht herausfinden, wie es funktioniert. Alles, was ich mit Gewissheit sagen kann, ist, dass es auf Magie reagiert. Leider meistens auf denkbar unangenehme Weise. Schon mehrere Magier wurden bei dem Versuch, ihre Zaubersprüche darauf anzuwenden, verletzt. Es befindet sich an der tiefsten Stelle der Ruinen, falls ihr euer Glück versuchen wollt. Seid aber vorsichtig. Es könnte eurer Gesundheit beträchtlichen Schaden zufügen. Geht am besten auf Nummer sicher. Keine komplexe Magie. Bleibt bei einfachen Zaubern mit Einzeleffekten. Es ist es nicht wert, unnötige Risiken einzugehen. Okay, was wisst ihr noch über die Säule? Wir wissen mittlerweile nur, dass es mit dem Rest der Kammer verbunden ist. Wir wissen nur noch nicht, wie es funktioniert. Ich habe jeden Versuch aufgegeben, dies herauszufinden. Wir kommen einfach nicht dahinter. Ich habe keine Ahnung, wieso Denil dort unten bleibt. Er legt es geradezu darauf an, getötet zu werden. Okay, was könnt ihr mir über Vatakhen sagen? Dieser Ort hat bisher nichts als Ärger gebracht, wenn ihr mich fragt. Seit wir die Kreaturen losgeworden sind, die sich hier eingenistet hatten, war es ein endloser Kampf herauszufinden, wie dieser Ort funktioniert. Die Säule gibt uns seit über einer Woche Rätsel auf. Und die Verletzungen, die sie zugefügt hat, will ich gar nicht erst erwähnen. Okay. Welch eine Vergeudung meiner Talente. Ist das der Weg? Unmöglich. Tür gehört mit Vatakhen Ruinenschlüssel. Speicher vielleicht nochmal. Ich weiß jetzt nicht, wie gefährlich das hier wird. Ich gehe mal auf die Map. Da hinten waren wir noch nicht. Wo führt denn der andere Weg? Wir müssen ja hier entlang. Ich gehe mal den anderen Weg entlang. Und gucke mal, was da... Vielleicht gibt es da irgendwas, was mir helfen könnte. Eine Spitzhacke, Welkensteine. Hier gibt's gar nichts. Außer die Welkensteine. Ja gut, dann gehen wir mal runter.
Hier ist eine geheime Tür. Irgendwo. Seid hier drinnen auf der Hut. Na, Daniel? Sie haben euch wohl reingeschickt, damit ihr euer Glück an dem Ding versucht, nicht wahr? Ja. Habt ihr Gerüchte? Ich habe gehört, der Schild des Kreuzritters sei gefunden worden. Er war in einem mit Fallen gesicherten Verlies oder so eingeschlossen. Okay, was wisst ihr über die Säule? Ich weiß nicht, wie viel euch Skalil gesagt hat. Wir wissen, dass es auf Magie reagiert. Doch bei jedem Versuch hat das Ding demjenigen, der den Zauber probierte, einen Schock versetzt. Bisher ist zwar noch niemand dabei gestorben, aber nach den ersten Versuchen haben wir es aufgegeben. Ich kann euch sagen, dass es teuflisch wehtut. Das Einzige, was wir herausbekommen haben, sind die Markierungen. Seht ihr sie an den Wänden? Sie müssen in irgendeiner Beziehung zur Säule stehen, doch ich weiß nicht in welcher. Wenn wir eine Art von Bezugspunkt hätten, etwas, mit dem wir sie vergleichen könnten, dann könnten wir sie vielleicht entziffern. So etwas haben wir aber leider nicht. Skalil hat vielleicht ein Buch, das uns nützen könnte, aber sie ist uns wegen Irlafs Verhalten ihr gegenüber immer noch gram. Vielleicht könntet ihr sie darum bitten? Okay, was hat's mit der Aelen-Referenz auf sich? Ich weiß nicht. Alles, was helfen könnte, diese Symbole in den Ruinen zu deuten. Sie ähneln nichts, was wir bisher gesehen haben. Okay, sonst noch was zur Säule? Mehr kann ich euch nicht sagen. Solange wir keine Anhaltspunkte für ein Verständnis dieser Symbole haben, werden wir dieses Rätsel niemals lösen. Okay. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Elevator Magica, Flusswege, ein Löffel. So, Zaubereihandbuch. Lest die Tafel. Die Inschrift lautet Af Molag Aniamis. Was steht hier? Die Inschrift lautet Af Mafre Nagaya. Die Inschrift lautet Magica Loria. Kürzlich benutzte. Okay, ein Wilkenstein. Die Inschrift lautet Magica Sila. Stimmt, Magica ist ja das elfische Wort. Für Mana. Seid hier drinnen auf der Hut. Ist ja nicht Englisch, ist ja elfisch. Die Wildelfen, Magie vom Himmel. Magie vom Himmel von Irlaf Jarol. Die alten Elaiden glaubten, dass Nirn aus vier Grundelementen bestünde: Erde, Wasser, Luft und Licht. Und von diesen vier Elementen hielten sie das Sternenlicht für die höchste Form des Lichtes. Die Sterne verbinden uns mit der Ebene von Aetherius, der Quelle aller magischer Kraft. Und deshalb sei das Licht der Sterne die mächtigste und erhabenste aller magischen Kräfte. Gelegentlich fallen Bruchstücke aus Aetherius vom Himmel. Das Volk nennt diese Bruchstücke Sternschnuppen. Und von Zeit zu Zeit werden solche ätherische Fragmente auf Nirn gefunden. Für gewöhnlich bestehen sie aus sogenannten Meteoreisen. Dieses Metall wird von Waffenschmieden und Magiern wegen seiner Eigenschaft bei der Herstellung von verzauberten Waffen und Rüstungen geschätzt. Aus diesen Meteoreisen bestehen zum größten Teil auch die Aelaidenbrunnen, alte verzauberte Artefakte, die überall in Cyrodiil zu finden sind. Eine weitere, weniger häufige Form der ätherischen Bruchstücke besteht aus Meteorglas. Aus solchen Fragmenten wurden andere seltene Zauberartefakte der Aelaiden gefertigt. Wilkenstein und Valarsteine. Verstreute Aelaidenbrunnen gibt es in ganz Cyrodiil. Ihre Lage ist ein Rätsel. Zwischen ihnen und den bekannten Aelaiden-Städten und Siedlungen besteht kein Zusammenhang. Es wird angenommen, dass sie irgendwie die magische Kraft aus dem Sternlicht ziehen.
Es wird auch vermutet, obwohl es hierfür keine stützenden Beweise gibt, dass sie an Knotenpunkten von alten Linien der magischen Kraft stehen. Nach den neuesten Kenntnissen der arkanen Wissenschaft gibt es jedoch keinen stichhaltigen Beweis dafür, dass solche Kraftlinien existieren. Wer magische Fähigkeiten besitzt, kann aus Eladenbrunnen Magie schöpfen, um seine eigenen magischen Kraftreserven aufzufüllen. Oh, das war das immer was. Okay. Hierzu sind weder Rituale noch arkane Kenntnisse erforderlich, was daraus schließen lässt, dass diese Brunnen für in den magischen Künsten unerfahrene Personen geschaffen wurden. Einmal erschöpft, füllen sich die Brunnen erst um die magische Mitternacht wieder auf. Sobald sie wieder aufgefüllt sind, scheinen sie magische Kraft in den Himmel auszustrahlen, was bei einigen zu der These geführt hat, dass diese Objekte auch eine religiöse oder magische rituelle Bedeutung haben könnten. Vielleicht um Magie als eine Art Opfer vom Himmel darzubringen. Welkensteine, Altmeeres, Himmelstein, wörtlich Himmelkind, sind aus geschliffenem und verzaubertem Meteorglas gefertigte Objekte, die offensichtlich als Speichergeräte für magische Kräfte dienen. Mit solchen Steinen kann ein Magier seine magischen Reserven wiederherstellen. Das Wissen, wie die Kraft dieser Steine wieder aufgefüllt wird, scheint aber leider mit den Eladen gestorben zu sein. Heute zerfallen diese Gegenstände nach Verwendung einfach zu Staub. Große Welkensteine sind außergewöhnliche große Stücke aus verzaubertem Meteorglas. Gelehrte glauben, dass ein großer Welkenstein im Herzen einer jeden Eladenstadt der Antike als magische Kraftquelle diente. Möglicherweise waren diese großen Steine mit den kleineren Steinen verbunden, wodurch deren Kraft aufgefüllt und aufrechterhalten wurde. Wie auch immer, eine Erforschung dieser großen Welkensteine ist inzwischen unmöglich, da alle bekannten Eladen-Ruinen ihrer großen Steine beraubt worden sind und soweit bekannt ist, von diesen großen Steinen keine mehr existiert. Okay, wir haben doch ein paar von denen. Ein weiterer seltener verzauberter Gegenstand, der in Eladen-Ruinen gefunden wird, ist der Valarstein. Oh, wir haben Valarsteine. Altmeeres Sternstein. Valarsteine besitzen außergewöhnliche Kräfte, die es dem ungeschulten Benutzer ermöglichen, die magische Energie einer Vielzahl verzauberter Gegenstände wiederherzustellen. Wegen ihren hohen Wertes und Nutzens sind diese Gegenstände auch äußerst selten, aber da sie klein und leicht zu verbergen sind, kann ein Forscher bei sorgfältiger Suche gelegentlich noch in Eladen-Ruinen auf sie stoßen. Eladen-Brunnen, Welkensteine, Valarsteine, allesamt Wunder der Magie. Sollen wir daraus wohl schließen, dass die Kultur der Eladen, die einer höheren Rasse war, waren sie uns in ihrer Handwerkskunst derart überlegen, dass die schwachen Kräfte der Magier der dritten Ära dagegen lächerlich erscheinen? Nein, die Eladen waren zwar mächtig und auch schlau, aber sie waren weder gut noch weise, und das besiegelte ihren Untergang. Ihr Werk ist aus Nieren verschwunden, bis auf diese seltenen funkelnden Schätze. Ihre alten Städte sind dunkel und leer, bis auf die grausigen Wiedergänger und ruhelosen Geister, die dazu verdammt sind, für immer in diesen Hallen zu wandeln und schwermütig über Knochen und Staub zu wachen. Falls es irgendetwas über Watakin gibt, das euch erklärt werden muss, dann lasst es mich wissen. Ich werde helfen, wenn ich kann. Die Eladen-Referenz hätte ich gern. Ich weiß nicht, warum es Denil überhaupt versucht. Das kann nur schiefgehen. Aber nun gut. Wenn er unbedingt will, soll er seinen Willen haben. Es ist nur eine weitere dieser Angelegenheiten, die am Ende mir in die Schuhe geschoben werden. Eladen-Referenztext hinzugefügt. Welch eine Vergeudung meiner Talente. Okay, Eladen-Referenztext. Eladen Inschriften und ihre Übersetzung in Raelis Anine. Die folgenden Inschriften wurden im Laufe vieler langer Jahre in mühsamer Arbeit abgeschrieben und übersetzt und werden hier für alle Zeiten bewahrt. Af Molag Aniamis, Af Lata Magica, vom Feuerleben, vom Licht Magie. Bara Ager Risu Karan, tragt überliefertes Wissen als eure Rüstung. Ager Healia Ne Jorane Emero Laloria. Durch Schmerz erlangt Weisheit ist ein zuverlässiger Führer in dunklen Zeiten. Wörtlich schreckliches Wissen hat die Lehrmeister nie fehlgeleitet. Okay. Nu Altmeeres Matmeldi Admia Aurane Gandra Sepredia Af Relais Je Brelais Je Falais.
Unsere Verbannten, Elfenvorfahren, hörten die einladenden Geschenke des Friedens in den Bächen, den Buchen und den Sternen. Matmeldi bedeutet wörtlich von zu Hause vertrieben. Synaje Sonabe, segne und sei gesegnet. Vagalas Agea, Gravia, Jegoria, Latia, Malari, Af, Malatu. In den hässlichen, dunklen Höhlen der alten Lehren leuchtet das Gold der Wahrheit. Babria, Frenska, Sabele, Sabaune, Amaral, Dane, Altmeris, Adonai. Die schäumende Welle, gewaltig und mächtig, kündigt die edlen Elfen an. Brauche ich noch irgendwas von ihr? Falls es irgendetwas über Watak... Nein. Welch eine Vergeudung meiner Talente. Ja, tut mir leid. Ich kann doch nichts dafür. Ich mache nur, was mir aufgetragen wurde, ja? Seid ihr drinnen auf der Hut? Was wollt ihr? Ich habe die Elaine-Referenz. Ihr habt also das Buch, ja? Gut für euch. Ich habe vorerst aufgegeben, mich um sie zu kümmern. Ich sage euch etwas. Ich werde das Buch nehmen und danach, falls ihr mir die Inschriften vorlesen könnt, nachsehen, ob ich Übersetzungen für sie finden kann. Okay, habt... Jetzt, da ich das Buch habe, kann ich versuchen, die Inschriften an diesen Wänden zu übersetzen. Lest mir einfach nur die Inschriften vor. Okay, wegen der Übersetzung? Na schön. Welchen Teil soll ich euch übersetzen? In Ordnung. Das ist aufregend, findet ihr nicht? Welcher ist das hier? Af Molag Anyamels. Was kann ich für euch tun? Ihr müsst mir was übersetzen. Na schön. Welchen Teil soll ich euch übersetzen? Af Molag Anyamels. Demzufolge müsste dies als Leben aus Feuer übersetzt werden. Also muss es Feuer sein. Sonst noch etwas? Nein. In Ordnung. Noch nicht. Machen wir erstmal Feuer. Das ist aufregend, findet ihr nicht? Schon ein bisschen, ja. Ich möchte nur nicht sterben. So, ein Feuerball. Ich speichere vielleicht einmal. Okay, der erste haben wir. Hier ist Af Mafre Nagaya. Was wollt ihr? Eine Übersetzung. Na schön. Welchen Teil soll ich euch übersetzen? Af Mafre Nagaya. Das Wort Mafre scheint so viel wie Frost zu heißen. Daher müsste ein Zauber mit Eisschaden eigentlich eine Wirkung haben. Sonst noch etwas? Nee, gerade nicht. In Ordnung. Das ist Eis. Hagelsturm? Aufregend, findet ihr nicht? Von hier wahrscheinlich, hä? Magie reicht nicht aus. Haben wir anderen Eiszauber? Auf Berührung wahrscheinlich. Es hat was gebracht. Okay, nächste wäre Magica Loria. Ja? Eine Übersetzung bitte. Na schön. Welchen Teil soll ich euch übersetzen? Magica Loria bitte. Das bedeutet Magik verdunkelt. Zieht man die andere Inschrift hinzu, lässt es sich mit Magie nimmt ab und Magie nimmt zu übersetzen. Vielleicht sucht ihr einen Zauber, der die Magie schwächt. In Ordnung. Das ist aufregend. Hab ich so ein Lebensenergie? Mildernde Berührung, Schockberührung. Das sind...
Arctic Touch, Auftrieb, Ausdauer festigen, Baltams Insight, ergreifen, Gleichmut, Held beschwören, Sternenlicht. Seht ihr nicht? Magier festigen. Lebensenergie wiederherstellen. Krankheit heilen. Lockner Blick. Bezauberung 12 Punkte für 30 Sekunden an Ziel. Magieabtrennung. Schaden Magiker 30 Punkte an Berührung. Speicher mal und will das vielleicht mal. Mal gucken, wo haben wir das? Die Schriftrolle? So. Ja, das hat was gebracht. Okay. Und dann die letzte Übersetzung. Was? So. Na schön. Welchen Teil soll ich euch übersetzen? Magica Sila. Das bedeutet, Magik erstrahlt. Wenn man das mit der anderen Inschrift Magik verdunkelt vergleicht, ergibt sich vielleicht eine andere Übersetzung. Wenn wir annehmen, dass es Magie nimmt zu bedeutet, dann brauchen wir vielleicht einen Zauber, der die Magie verstärkt. Vielleicht etwas, das sie zunehmen lässt. In Ordnung. Okay. Das ist aufregend, findet ihr nicht? Magiker festigen. Untote vertreiben. Lockender Blick. Fackel, Feuerschaden. Elevate Magiker. Magiker festigen 20 Punkte für 10 Sekunden am Ziel. Einmal speichern und Elevate Magica. Ich habe das Rätsel der Säule gelöst, wodurch weitere Ruinen von Vatakain freigelegt wurden. Daniel? Na, jetzt seht euch mal das an. Jemand muss nachsehen, wohin dies führt. Ich glaube, ihr solltet gehen. Schließlich habt ihr ja die ganze Schwerarbeit geleistet. Wenn es hier irgendwelche Entdeckungen zu machen gibt, dann solltet ihr derjenige sein, der sie findet. Das habt ihr euch wirklich verdient. Das sagst du nur, weil du nicht als erstes draufgehen willst. Sollten da unten Gegner sein. Und achte darauf. Ich sag Skelel Bescheid. Habt ihr in den Ruinen etwas Interessantes gefunden? Wir haben die Säule geöffnet. Ihr habt es zum Funktionieren gebracht? Das ist ja fantastisch. Jetzt kann ich Irlaf nicht nur sagen, dass wir endlich Fortschritte machen, sondern noch dazu, dass wir es ohne seine Hilfe geschafft haben. Dort unten muss es etwas geben, das es wert ist, eingeschlossen zu werden. Würde es euch etwas ausmachen, nachzusehen, solange ihr hier seid? Wenn ich euch mit etwas Interessantem zurückschicken kann, vergisst Irla vielleicht, dass wir so lange aufgehalten wurden. Okay. Welch eine Vergeudung meiner Talente. Und die regt sich wieder auf, natürlich. Ist ja nicht so, dass da... Seid ihr drinnen auf der Hut? Naja, mit Eladen... ist das immer halt so. Natürlich gibt es hier wieder Geister. Warte mal. Was ist das denn? Elfenkurzschwert. Okay. Ektoplasma.
Der zieht mein Leben gerade ab. Obwohl er schon tot ist. So, Wiederherstellung verbessert. Nice. Ich habe jetzt nicht erwartet, dass das runtergeht. Messingring, nee. Also, dass das eine Falle ist, gewusst, aber... Noch ein Messingring. Gut, dass ich da am Rand war und nicht in der Mitte. Gerade geschossen da oben? Oh, warte. Den brauchen wir. Okay, wo sind die Geister hin? Hat der was? Außer Eck. Okay, noch ein Elfenkurzschwert und auch nur Ektoplasma. Gibt's hier irgendwas? Magie reicht wieder nicht aus, natürlich. Hier, die Mana lädt gerade sehr, sehr langsam. Da sind vier Steine, die gleich auf mich schießen werden. Gut, dass ich vorher runtergefallen bin. Achso, das waren drei. Okay, wir sind jetzt in einem großen Raum. Gibt es hier irgendwas, das uns angreifen will? Attacken. Machen wir hier erstmal alles frei, falls hier was ist. Hier kommt eine Treppe, okay. Da ist dann wahrscheinlich auch der Wala-Stein, den wir brauchen. Oder haben wollen.
Und hier geht's nicht weiter, okay. Wir wollen zum Valarstein. Aber da kommen wir momentan noch nicht hoch. Daher gehe ich mal von aus, dass wir hier lang müssen. Der ist tot. Konstitution wieder entzogen. Die Wand ist einfach eingedingst. Totes Fleisch, das brauchen wir. Für Meridia. ...448 Experten Destillierkolben. Moment. Ich bin wahrlich beeindruckt. Ihr habt die Überwindung dieser Säule wie ein Kinderspiel aussehen lassen. Ich war schon drinne. Seid auf der Hut und achtet darauf, wo ihr hintretet. Das war also der Ausgang, okay. Okay, das heißt, hier ist irgendwie irgendwo ein Rätsel, das ich knacken muss, um an den Stein zu kommen. Und ich glaube, das hat hiermit zu tun. Oh. Oder so. Noch ein Unterleg. Wie viele sind denn das? Geist, kein Problem. Warum ist der jetzt tot? Das sind drei Lichts. Ja, bitte tötet ihn und nicht mich. Okay, der ist tot. Kann sein, dass ich jetzt gleich drauf gehe. Alter. Der hat nur Knochenmehl. Das sind Lichs. Stab des Eissturms.
einfach mal hier, sind hier drei Lichts. Und wo kamen die denn her? Uralter Elfenhelm? Ich habe tief in Vatakeen ein Objekt gefunden. Ich sollte es zu Skalel bringen. Da geht's jetzt auf. Und da ist noch ein Licht. Vielleicht nehme ich mal doch wieder das, dass wir das ein bisschen festigen. Infravision. Ah ja, und vielleicht mal meine Sachen reparieren. Ich dachte schon, wir kriegen es hin, keinen Hammer kaputt zu kriegen. Stab der Zerbrechlichkeit. Geist da oben. Nice. Sicherheit hat sich verbessert. Noch ein Brustharnisch. Wir können 505 Kilo mitnehmen. Löwenklauenhandschuhe. Was? Telekinese-Turm? Elfenbeinschienen? Goldamulett? Ich weiß jetzt nicht, ob ich davon was nach zu Skalel mitbringen soll. Aber warte mal, den Turm würde ich gerne mal in meine Zauberliste mit hinzupacken. Ja. Okay, das bringt mich auch wieder zurück zum Eingang. Was kann ich für euch tun? Ist fertig. Licht wohl. Boah, das mit dieser Infravision, das blaue Licht, das nervt mich ein bisschen. Denn da? Das sieht bedeutend aus, was immer es auch sein mag. Ich glaube, ihr habt tatsächlich etwas Bedeutendes gefunden. Ihr bringt das am besten so bald wie möglich zu Irlaf in die Kaiserstadt. Er wird es sicher von den Magiern dort genauer untersuchen lassen wollen. Okay, Welch eine Vergeudung meiner Talente. Wieso? Wir sind hiermit fertig, oder nicht? Oder wollt ihr da unten noch weiter erkunden? So, ich wechsle dann jetzt aber lieber wieder zu meinem Ebenholzschwert.
Und speichere das einmal. Ist jetzt hier draußen ist jetzt auch alles blau. Wann ist der Infravision-Effekt weg? Ich möchte es nicht mehr blau haben. I feel in blue, da ba di ba da dai. Irgendwie. Irgendwie kommt mir das wirklich so ein bisschen vor. Also ich hätte nichts gegen, wenn das mit der Infravision jetzt wieder zu Ende ist. Obwohl wird eigentlich Infravision ausgesprochen oder nicht. Ich kann jetzt nicht mal erkennen, ob hier irgendwo eine Straße ist oder so. Das ist auf jeden Fall ein interessanter Blaufilter. Dum, 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 dum. Aber wenn wir ja schon mal hier sind, dann können wir hier auch mal wegen Dingens. Wegen den Sachen. Charisma, Willenskraft und Intelligenz uns mal ein bisschen heilen gehen. Wie geht es euch? Ja, ich hab den blauen Star irgendwie, so ein Blaublick. Ich weiß nicht wieso. Der Eingang in die Kapelle. Ah, es ist endlich vorbei. Es ist wieder normal. Warum so böse? Was? Altar der Neuen. Freut euch, der Glaube hat eure Gebrechen geheilt. Auch alles? Ja, okay. Es ist alles geheilt. Kriegen wir es denn, dass auch alles hier mal auf grün ist? Ist ja alles auf blau, aber... Okay, das Wetter gefällt mir jetzt nicht. Das macht mir Sorgen. Was denn nun schon wieder? So, Borbas Kaufladen. Borba! Oh, ich hoffe, ich kann behilflich sein. Ja, ich möchte handeln. Seht euch meine Waren an. Ich bin sicher, dass ihr etwas findet, das euch interessiert. Seht euch meine Waren an. Ich habe auch Sachen, die euch interessieren könnten. Magierstab des Feuers war nicht das, was ich verkauft haben möchte. Stab der Zerbrechlichkeit. Des Eissturms. Und stärkerer Stab der Bezauberung. So, dann. Noch ein Ebenholz-Brustharnisch. Edelstein besetztes Amulett. Elfenbeinschienen. Das klingt nach einem angemessenen. Goldamulett. Ein exzellentes Geschäft. Löwenklauenhandschuhe. Zauberpichler-Amulett. Das
So, den Telekinese-Turm kannst du jetzt haben. Vielen Dank, dass ihr bei mir eingekauft habt. Ich danke Ihnen. Schönen Tag. Ah, Unwetter. Wollen wir vielleicht dann mal zur Uni schnell reisen? Machen wir mal. Einfach mal eine kleine Schnellreise. Ach, du bist wieder da. Ich höre euch zu, Bürger. So. Abend. Habt ihr schon im Hauptzutat ein? Da schläft er wieder. Jedes Mal, wenn ich hier bin, schläft er. Ihr Love. Was ist das? Irgendeine Art von Eileiden-Artefakt? Schau einer an. Raminus hatte recht damit, euch dorthin zu schicken. Gute Arbeit. Ich werde ein gutes Wort für euch einlegen. Ja, okay, wegen Vatakeen. Gute Arbeit, dass ihr das in Ordnung gebracht habt. Ich bin froh, dass endlich jemand Fortschritte damit machen konnte. Okay, habt ihr noch irgendwelche Gerüchte? Die Dunkelforstrotte hat sich schlechtes Hest von einem kranken Baum eingehandelt. Kein Wunder, dass sie so blutdürstig und furchtlos kämpften. Schönen Tag. Auf der Suche nach. Wir haben wieder keine Aufgabe mehr. Muss ich wieder mit Wie geht's? Primus Romulus da reden? Der irgendwo hier am Chillen ist. Wieso macht ihr immer wieder zu hier? Hallo? Raminus Polus. Gute Arbeit in Vatakin. Jarol ist über die Informationen hoch erfreut, die jetzt von dort eintreffen. Es gibt da noch eine weitere missliche Lage, bei der ihr uns wahrscheinlich helfen könnt, falls ihr euch der Aufgabe gewachsen fühlt. Natürlich, ich bin bereit. Um was geht es? Hervorragend. Ihr seid höchst verlässlich geworden und ich kann euch versichern, dass der Rat dies zu schätzen weiß. Kommen wir nun zur Sache. Um mit dem wachsenden Problem der Totenbeschwörer in Cyrodiil fertig zu werden, braucht der Rat so viele Informationen wie nur möglich. Die mystischen Archive zu konsultieren ist leider weitgehend fruchtlos geblieben. Mitglieder der Gilde forschen jetzt in anderen Quellen nach, doch ich glaube, hier lässt sich mehr in Erfahrung bringen. Was meint ihr? Was muss ich tun? Ich möchte, dass ihr mit Tarmena in den mystischen Archiven sprecht. Sie ist unsere Spezialistin für magische Mysterien und hat geholfen, Informationen zu sammeln. Ich glaube, wir haben ihr die falschen Fragen gestellt und sie zu sehr mit vagen Versuchen überfordert, alles, was wir wissen, zu etwas Sinnvollem zusammenzuführen. Sprecht mit ihr vor allem über diese schwarzen Seelensteine. Findet heraus, ob sie etwas über ihre Kräfte oder ihre Entstehung weiß. Einsichten über ihre Ursprünge könnten uns zu denen führen, die für sie verantwortlich sind. Okay, wie sieht mein Fortschritt aus? Ihr werdet mit jedem Tag, der vergeht, wertvoller für die Gilde. Die Gilde möchte das belohnen und daher werdet ihr in den Rang eines Beschwörers erhoben. Nice. Nehmt diese Robe und tragt sie mit Stolz. Nein. Habt ihr Gerüchte? Manche sagen, dass Traven die Position des Erzmagiers zur Verfolgung eigener Ziele missbraucht. Okay, Tamina? Ihre Spezialkenntnisse der Mysterien könnten für uns von unschätzbarem Wert sein, falls wir sie richtig einsetzen können. Sie ist jetzt wahrscheinlich in den Archiven und durchstöbert Material zur Nekromantie. Sie unterbricht diese Arbeit auf Wunsch des Erzmagiers nur zum Schlafen. Okay. Kann ich euch etwas von meinen Waren zeigen? Ja, Bundeslangschwert, Geistergang. Unsichtbarkeit für 60 Sekunden an selbst. Okay, Hitzeschock. Feuerschaden 70 Punkte an Ziel. Kugelblitz. Schockschaden 20 Punkte in 15 Fuß für 2 Sekunden an Ziel. Magie festigen. Packesel.
Feder auf 150 Punkte für 300 Sekunden selbst. Schild. 40% für 30 Sekunden selbst. Schindergriff. Schwieriges Schloss öffnen. Stumm. Warte mal, ist das das? Das ist die Magie, quasi die Kosten. Es geht bis 521 Mana? Meldet. Wie viel Mana haben wir? 60. Beim Wirken von Zaubern wird Magie verbraucht. Die Magie regeneriert sich abhängig von eurer Willenskraft. Willenskraft müssen wir stärken, oder wie? Schlaftränke und Zauber können eure Magie wiederherstellen. Klasse Schwertmagier. Stufe 19. Die Fürsten. Eigenschaften, Segen der Fürsten und Anmut der Fürsten übertragen permanente Boni von 20 Punkten euren Attributen Willenskraft und Konstitution. Rasse Nord. Willenskraft. Das muss steigern. Beeinflusst euren Widerstand gegen Magieangriffe, eure Fähigkeit, Magie zu regenerieren, sowie eure Ausdauer. Zuständig für die Fertigkeit Zerstörung, Veränderung und Wiederherstellung. Intelligenz. Beeinflusst ihre allgemeine Magie und Magieanwendung. Zuständig für die Fertigkeit Alchemie, Beschwörung und Mystik. Beeinflusst, wie sehr die Leute sie mögen, was sie sammeln von... Was er sammelt von Informationen oder zu stellen für die Fertigkeit Wortgewandtheit, Handgeschick und Illusion. Oder ist das irgendwie eine Kombi aus Intelligenz, Willenskraft und Charisma? Euch so bald wie möglich wieder zurück. Ich habe keine Ahnung. Aber ich würde sagen, wir machen hier in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.